So, hallo Leute. Da bin ich wieder. Und wir werden heute... das wollte ich nicht. Wir werden heute auf jeden Fall mit unserem Charakter weiterspielen und mal sehen, wie wir heute, wie weit wir bei dem Modus Wellen kommen, Wave. Letztes Mal habe ich das ja einfach abgebrochen, weil ich da nicht mehr so viel Zeit hatte zum Zocken. Jetzt werden wir mal sehen, wie weit wir da kommen bis zum Tod. Bedeutet, wir schauen uns erstmal unseren Charakter an, was wir dann noch so reparieren müssen vom letzten Mal, weil wir das nicht gemacht haben. Die Skills schauen wir uns gleich an, was wir noch, wo wir noch Skillpunkte vergeben können. So, unsere Ohren müssen nicht repariert werden, unsere Frisur auch nicht. War schon lustig, dass unsere Frisur repariert werden muss, dass sie eine Haltbarkeit hat. So, unsere Waffe muss repariert werden, dann machen wir das doch. Mit dem Schraubenschlüssel, zack. Das sieht sehr gut aus. So, Upgrade war die, glaube ich, schon auf Maximum. Oh ne, wir können sogar noch eine Sache upgraden. Da gehen wir noch auf mehr Reload Speed, aber wir haben noch nicht den passenden Stein dafür. Beziehungsweise noch nicht genug Steine. So wie es aussieht, braucht man ja für jedes neue Level immer 2 Steine und von dem nächsten Level dann auch 2 Steine und so weiter und so weiter. Also immer 2 Steine, um den Level... Also den Level des Steins immer, um den anzuheben, braucht man 2 Steine. Oh mein Gott, schon wieder los. Fängt ja wieder gut an. So, dann haben wir 6 Skill Points, so wie das aussieht, hier oben rechts. Dann werden wir die jetzt mal einsetzen. Da werden wir bestimmt irgendwas finden, wo wir das für anwenden können. So... Unendlich Munition würde ich gerne noch nicht nehmen. Mehr Erfahrungspunkte. Für kurze Zeit mehr Erfahrungspunkte. Das kann natürlich... Ist nicht schlecht, aber wir brauchen eigentlich am Anfang erstmal nur Munition. Okay, das ist noch gesperrt. Das ist auch noch gesperrt. Die wollen wir alle nicht. Oder wollen wir die... Nee, die wollen wir nicht. Die wollen wir alle nicht haben. Hier wollen wir noch was von haben. Wir kriegen einfach eine zufällige Waffe. Welchen Skill hatten wir denn nochmal ausgewählt? Müssen wir mal eben schnell gucken. Wir sind auf... Wo waren das noch? Hier unten war das, ne? Ja. Stimmt, wir sind auf Mini-Waffen gegangen. Pistolen, Schrotflinten und SMGs. 50% mehr Munition. Ja, das kaufen wir doch schon mal. Das ist doch schon... Was gibt's Besseres? So, das mit den Spielern wiederbeleben brauchen wir jetzt nicht, weil wir spielen wieder nur Solo. Wir machen mehr Damage mit den kleinen Waffen, machen wir auch, das ist auch gut. Ja, perfekt. Und mehr Skillpunkte haben wir auch schon gar nicht. Das war's dann soweit. So, dann machen wir mal ein Spiel auf. Wie gesagt, wir wollen... ach nee, das war falsch, hier oben war das. Wir wollen Wellen spielen und das ist... was ist das? Not set and then Zombies have invaded the basement in Heiligen. Nee, nee, das machen wir jetzt noch nicht. Wir machen erstmal Wave und wir hatten das letzte Mal die Map Wave Forest. Das ist eine Standard-Map und die werden wir auch jetzt wieder spielen. Spieler ist egal, wie viele. Das werden wir. Wir gehen ja nur alleine rein, deswegen machen wir Private Game. Nicht uns, dass das Spiel wieder abschmiert. So, dann wollen wir mal schauen. Dann wollen wir mal schauen, was wir da gleich so für Viecher kriegen. Wie viele Level wir überleben. Ja, super. Das erste, was wir kriegen, ist gleich so ein Stein. Oh, und gleich explosive Munition, so wie das aussieht. Aber sowas von. Sehr gut. So, die Zombies können kommen. Oh, oh, oh. Ich glaube, wir sollten am Anfang erstmal mit unserer Pistole nur schießen. So.
einfacher gesagt als getan. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, auf welchem Button ich die Waffe wechsle, verdammt. Wie wechsle ich denn doch mal die Waffe? Scheiße! Das gibt's doch gar nicht. Okay, Leute, jetzt müssen wir eben ganz kurz ins Menü gehen. Ah nein, das Spiel läuft ja weiter, scheiße. Jetzt kann ich die Waffe nicht wechseln oder was. Das ist ja der Hammer. Wie ging nochmal Waffe wechseln? Das muss doch hier auch irgendwo gewesen sein. Okay, wir machen uns mit der eigenen Schrotflintenmunition. Ja, genau. Und schon habe ich es gefunden. Ich habe das Ganze auf B gelegt. Super, jetzt müssen wir sehen, dass wir irgendwie überleben mit unserem bisschen Oh, fuck. Guck mal, für 4000 haben wir natürlich nicht. Oh, das überleben wir doch kein Stück. Ach, ich kann auch wieder die Waffe wechseln. So. Wir werden jetzt versuchen, das noch irgendwie zu überleben. Sonst ist das schon nach der ersten Welle, wäre sonst das hier schon vorbei. Oh, wie übel wäre das denn bitte? Jetzt haben wir zumindest noch so ein Schild gekriegt. Aber nur weil ich hier nicht wusste, womit ich die Waffen wechsle. Jetzt haben wir zumindest schon mal einen Raketenwerfer. Ach, so ein verdammter Mist. Blöde explosive Munition. So, wir brauchen 4000 Gold, um uns das Highpack zu kaufen. Ich hoffe, wir halten so lange durch. Oder dass wir zumindest unseren 1 Skill-Fertigkeit hier aufgeladen kriegen, zum selber heilen. So lange müssen wir hier irgendwie aushalten. So, nehmen wir uns doch die Winchester. Sauber, glatter Durchschuss. Noch einmal und noch einmal. Ihr kriegt uns nicht. Jedenfalls nicht lebend. Hahaha. Hier, das ist doch schon ein Highpack, oder? Die werfen wir gleich. Oder was ist das? Was ist das? Nein, ist es nicht. Ist keine Heilung. Verdammt. B, wo ist B, B, B? Haben wir 1830. Wir brauchen nicht mehr viel. Zwei Zombies noch. Ein Zombie noch. Da kommt die nächste Welle. Wir versuchen noch mal eben schon auszuhalten, den einen Zombie nicht zu killen. Um zu herauszufinden, ob wir noch irgendwo hier ein Highpack liegen haben. Außer das eine, nee, das noch wieder die eine Schrotflinte. Genau. Also die Map scheint immer gleich aufgebaut zu sein, wegen den Sachen, die man hier finden kann. So, dann laufen wir nochmal schnell da oben hin. Was war das? Ein Highpack, Gott sei Dank. Bei einem Grabstein. Jetzt haben wir auch die normale Musik wieder und nicht dieses lästige Herzgepumpe da. So, jetzt können wir uns auch dem letzten Zombie widmen. So wie es aussieht, hat der auch keinen Bock, uns hinterher zu laufen. Was sind wir jetzt hin? Okay. Da ist er ja. Und weg ist er. Das bedeutet, wir sparen jetzt schon mal einfach fürs nächste Heilpack. Und bei der nächsten Aufnahme muss ich dann unbedingt sehen, dass ich die Tastenkombination fürs Waffenwechseln umlege. Da komme ich ja gar nicht drauf klar. Ob mich da geritten hat, das auf B zu legen. Oder war das noch die Standardkonfiguration? Ich weiß das gar nicht mehr. Hey, wieder ein Edelstein. Ein Emerald. So, noch ein bisschen.
schon mehr Zombie-Gesplatter. Ja, komm schon, geh drauf. Nachladen und weiter geht's. Noch ein Zombie weg. Und noch ein, und noch ein. Da haben wir auch schon fast unsere 4000 voll. Landen wir halt einfach mal in der Mitte. Hier haben wir am meisten Platz, um uns mit den Zombies anzulegen. Ich habe aber das Gefühl, hier kommen die am besten hin. Na komm schon, ist nur noch einer. Ich tue dir auch nichts, außer dass ich dich mit einem Revolver anschieße, der größer ist als ich selber fast. Bam! Hey! Noch 25 Schuss, sehr schön. Vom Revolver. Was sieht's bei den anderen aus? Schrotflinte, da haben wir noch sehr viel. Die Winchester haben wir noch und den Raketenwerfer. Für ganz schlimme Fälle. Wahrscheinlich werden wir uns mit dem Raketenwerfer eher selber wegschießen als die Zombies. So, am besten ist auch immer nach einem Schuss nachladen. Ich habe bemerkt, wenn die Waffen, das ist beim letzten Mal mir auch schon aufgefallen, als ich die Aufnahme mir nochmal angesehen habe. Also wenn wir nach einem Schuss direkt nachladen, dann geht das schneller, als wenn wir komplett die ganze Trommel nachladen müssen. Deswegen am besten schießen wir nur einmal und laden dann manuell nach, bevor wir das ganze Magazin leer schießen. Dann ist man auf der sicheren Seite, sag ich mal. Braucht man nicht so lange, wenn man dann doch mal alles verschossen hat, um wieder voll nachzuladen. Weil die Zeit müssen wir ja irgendwie mit durch die Gegend rennen verbringen, wenn wir gerade nicht schießen können, damit wir nicht Zombie-Futter werden. Dieses ganze Gesplatter, wie die Teile hier auch so rumhüpfen, wenn wir die vernichten. Perfekt. Lustig ist, dass wenn wir so einen großen Revolver tragen und die ganzen Bäume hier sind, dass der riesige Revolver einen Schuss die Zombies durchschießt, aber nicht so einen Baum durchschlagen kann, obwohl der Revolver, ja, weiß ich auch nicht, der ist schon fast so groß wie die ganze Wurzel des Baums. Aber gut, das ist in 2D-Spielen auch schlecht, die Größenverhältnisse darzustellen. Nein, unser Revolver ist schon alle, verdammt. Oh, wir kriegen ein Schwert, sehr gut. Machen wir einen auf Highlander. Jetzt köpfen die Zombies. Sehr schön, und ein Level up. Hier sind schon welche. Wir sind Level Welle 5, okay. So, dann machen wir unsere Pistole mal eben ganz schnell. Dass die explosiv wird. Komm schon, Pistole. Sehr schön. Ah, das meinte ich nämlich. Mit diesen explosiven Sachen machen wir uns selber nämlich ziemlich schnell kaputt. Da müssen wir echt aufpassen. Ich weiß jetzt gar nicht, warum wir schon wieder so wenig Leben haben. Wir hatten doch vorhin das Pack gekriegt zum Leben auffüllen. Ich glaube, wir kaufen uns mal eben schnell ein Heilpack. Nein, jetzt habe ich die falsche Schrotflinte genommen. Jetzt ist unsere andere Schrotflinte weg. Verdammt. Na gut, wir kaufen uns jetzt schnell ein Highpack. Ah, shit, und schon wieder vergessen, bei der Seite zu gehen. So, dann laden wir schnell nach. Auch schnell vorbei. Ja, super, der hat uns natürlich getroffen. Dafür explodiert er jetzt. Der auch. Kriegen wir einen schönen Stein, einen Opal. Sehr gut. So, 10 Stück bleiben noch übrig. Das wird ein Doppelhit. Yes! Beide explodieren.
So, das haben wir auch geschafft. Allerdings können wir unser Leben gleich schon wieder auffüllen. Dadurch, dass wir durch die explosiven Schüsse selber Schaden nehmen. Deswegen sammeln wir jetzt immer schön das Gold ein. So. Der ist draufgegangen, der auch. Das könnte so ein Heilteil sein, das wird mal ganz schnell. Tatsache, die heilen, sehr gut. So, dann nehmen wir uns jetzt mal ganz schnell wieder eine Waffe. Haben wir das geschafft? Und natürlich sind die Heildinger jetzt weg. So. So, wir kaufen uns mal kurz ein Heilpack. Schnell dran vorbei, hier gehen wir auch ganz schnell dran vorbei. So, von den explosiven Schuss haben wir nicht mehr ganz so viel. Oh, wir kriegen diese neuen, diese Slime-Viecher da, was auch immer das ist. Diese komischen Giftgas-Dinger halt. Da ist er ja schon. Ja gut, jetzt haben wir die Schrotflinte doch genommen. So, jetzt gehen wir nochmal wieder zurück zur Kultur, da dürfen wir nicht mehr so viel von haben. Level 9. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir, als ich abgebrochen habe, nur Level 20 geschafft. Heute werden wir bestimmt darüber schaffen. Wenn man sich selber umbringt. Jetzt nehmen wir halt gleich. Da haben wir wieder irgendwas zum Werten gekriegt, irgendeine Ammo. Oh, Ammo. Sehr gut. So, mit dem Revolver geht das ganz gut. Schauen wir mal, was wir hier so gekriegt haben, was das für Teile sind. XP, natürlich, sehr schön. So, dann nehmen wir uns jetzt hier den Revolver. Und da können wir uns auch gleich heilen, dann machen wir das auch. So. Irgendwie muss ich gleich nochmal gucken, wo würde ich mich heilen. Das gibt's ja nicht, ey. Ah, jetzt.
Ah, ich hatte den Waffenwechsel doch noch auf den anderen Knopf gelegt. Ich hatte nur das Nummernpad nicht aktiv. Ich habe das nämlich auf die Null gelegt. Sehr schön, vom Nummernpad. Genauso wie meine Skills. Jetzt funktionieren sie auch. Das war noch von Diablo. Da habe ich das Nummernpad nämlich ausgeschaltet bei der letzten Diablo-Session. Ja, wegen dem Autocast von dem Wolf. So ein Mist. Nicht drauf geachtet. Was haben wir hier Schönes? Dann laufen wir gleich lieber noch mit der Winchester rum, bevor wir die MG da einsammeln. Dann machen wir das doch mal schnell. Wo haben wir sie denn da? Für irgendeine Waffe gleich wieder Munition holen. Winchester tut ihre Dienste wirklich gut. Da kriegen wir noch ein Schutzschild, den nehmen wir sofort. Da kommt auch noch was von da oben. Ja, verdammt, das ist immer eben, ne? So, der letzte. Sehr gut. Level 12. Was? Warum habe ich dich denn nicht getroffen? Alter, willst du was sterben? Gibt's ja gar nicht. Oh, die Waffen verschwinden. Nein! Okay. Dann werden wir unseren Winchester jetzt einfach aufladen. Dafür haben wir die Skills, ja. So. Da du durch alle Gegner durchschießt, ist die ja nicht so schlecht. So. Sehen, dass wir jetzt ein bisschen in Bewegung bleiben. Die Zombies werden immer schneller von Welle zu Welle. Und es werden auch immer andere Arten von Zombies dazu kommen. Wie man ja hier schon ganz gut sieht. So. Das hätten wir geschafft. So, nächster Level. Level 13. 21 Zombies verbleibt. Manche schaffen wir auch gleich mit einmal zu killen, manche aber auch nicht so. Verdammt, das ist mir in der Falle. Nein. Verdammt. So, schon haben wir davon nichts mehr. Dann schießen wir jetzt unsere Schrotflinte rum. Verteilt sich sowieso hier sehr gut. Und da sind wir schon wieder ein Level gestiegen. Sehr gut. Dann können wir hier nach auf jeden Fall auch wieder Erfahrungspunkte verteilen.
Vielleicht kommen wir dann endlich an den Skill ran, um selber Munition zu generieren. Den hatten wir nämlich auch noch, den Skill, meine ich. Das würde uns ja schon richtig viel weiterhelfen. Ich glaube, hier keine Munition zu haben, das wäre hier richtig fatal, weil nur mit der Pistole rumzulaufen, die macht einfach nachher keinen Schaden mehr. In den höheren Leveln. So, was haben wir? Oh, da haben wir noch eine Bandage gekriegt oder irgendwie. So ein Biskuit. Oder ein Pflaster oder was auch immer das darstellen sollte. Also würde mich nie wundern, wenn das vielleicht auch ein Biskuit darstellt, weil wir haben ja auch schon gesehen, dass es auch eine Suppe gibt, wenn man hier geheilt wird. Ich glaube, im Multiplayer hatten wir das. Leider eine der Sessions, wo ich euch das Spiel zeigen wollte, die dann gleich abgeschmiert sind, aufgrund des Multiplayers. Singleplayer funktioniert ja hier tadellos. So. Sterb. Du auch, Zombie. Yay! Da haben wir noch 10 Schuss, dann nehmen wir jetzt hier für unsere Munitionsdingens gleich. Einmal Munition wieder auffüllen haben wir ja als Skill noch, dann nehmen wir das gleich für die Schrotflinte, weil die ziemlich gut ist. Die Waffe nehmen wir nicht, weil wir haben nichts zum Heilen und Zombies nehmen da einfach keinen Schaden durch. So, dann nehmen wir jetzt schon mal unseren Aufladeskill. Das läuft doch, das läuft doch sehr gut. Wir sind schon Level 15. Da haben wir auch gleich schon Welle 16. Das sind ja schon 24 Zombies mittlerweile. So. Wieder kurz vor Welle 20. Oh ja, jetzt kommen wir schon wieder die großen Viecher an. Keine Ahnung, ich habe da jetzt nicht genau drauf geachtet. So, was haben wir hier gekriegt? Wir werfen die Schnimme alle. Super, Preissachen haben wir gekriegt, damit das wird. Oh verdammt! Nein, jetzt habe ich alle schon geworfen. Die hätten wir noch vor Dinge werfen können wahrscheinlich. Minus Preis, die hätten wir wahrscheinlich vor den kaufbaren Health-Pack da werfen können. Nein, jetzt habe ich die doch eingesammelt. So eine blöder Mist. Verdammt. Jetzt haben wir dieses blöde Ding eingesammelt. Das war jetzt auch nicht so klug, wir hätten außen rumgehen sollen. Aber ihr wisst, was ich meine. Jetzt haben wir diese komischen Herzchenwerfer gekriegt da, um Leben aufzufüllen. Anstatt dass wir unseren schönen Raketenwerfer behalten haben, den wir eigentlich jetzt hätten gut gebrauchen können. Ein bisschen ärgerlich. So, was haben wir hier noch? Wir haben noch Explosivschüsse. Ah ne, wir haben noch den Revolver. Viel besser. So, langsam müssen wir aber hier wieder weg. Das ist nämlich hier keine Position zu kämpfen. Oh, wir haben was Neues gekriegt.
Das stellen wir mal gleich auf. Oh, wir haben Geschützturm gekriegt. Wir haben sogar noch einen gekriegt. Sehr gut. Stellen wir die hier einfach mal auf. Wow, das war nicht gut. Ja, sehr schön. So, wir sammeln jetzt gleich schön erstmal. Oh, da haben wir schon, kriegen wir schon böse Tüter jetzt. Oh, wir haben Granatwerfer gekriegt. Ja, die sammeln wir doch gleich mal ein. So, da haben wir erstmal ein paar Granaten hingelegt. Verdammt, das haben die Leute gedrückt. Haben wir da gekriegt. Munition, sehr gut. Genau das können wir gebrauchen. Nehmen wir da gleich das Schutzschild. Nehmen wir das Schutzschild auch gleich mit. Gar nicht so gut aus. Also, wir kommen nicht mal über Level 20. Ne, wir kaufen uns jetzt ein Heilpack auf jeden Fall, sonst sind wir ja gleich hinüber. So, sehr gut. Weiter geht's. Nochmal Granatwerfer, die sammeln wir auch nochmal ein. Wir werden jetzt aber weiter erstmal. So, was haben wir denn hier? Die Winchester haben wir noch. Die werden wir jetzt erstmal verbrauchen. Und dann werden wir uns vielleicht das Sturmgewehr da einsammeln. Ja, geschützt haben, klappt auch schon mal. Sehr gut. Molotovs hin. Das ist nur, oh verdammt, das wollte ich nicht. Na, no, jetzt stehen wir dran. Verdammt. So war das nicht geplant. Oh, wir kriegen neue Gegner. Irgendwelche komischen springenden Köpfe, so wie es aussieht. Okay, jetzt nehmen wir doch mal die andere Waffe hier. Level gemacht. So, wir nehmen jetzt die Schrotflinte, das ist einfach scheiße. Jetzt haben wir wieder den genommen.
So, und wir nehmen uns noch mal einen Heilpunkt. Dann hauen wir hier ganz schnell ab. Schrotflinte jetzt. Ist noch ein bisschen heftiger. So, und das war's mit den Gegnern. Sehr schön. Jetzt ziehen wir die gleiche Waffe nochmal. Jetzt gehen wir schon mal wieder hier runter. Schauen, was hier noch so liegt. Los, weil wir haben immer schon in Level 23. Das wird langsam echt schwer. So, da haben wir noch einen Geschützturm gekriegt, sehe ich gerade. Den müssen wir unbedingt uns gleich holen. Da kommt auch von oben was, erledigt. So. Wieder ein Heilpack. Wir haben 19.000 oder benutzen wir unseren Skill? Ne, wir benutzen unseren Skill, um uns zu heilen. Dann sehen wir, wir haben hier nochmal eine Schrotflinte gekriegt, die behalten wir nochmal. Dann haben wir einen Flammenwerfer gekriegt, das ist gut. Oh, wir haben ja einige Waffen hier gekriegt, alter Falter. So, oh nein, wir haben unser Geschütz da weggemacht. Dafür habe ich jetzt, was haben wir jetzt? Haben wir Heilung gekriegt? Ach, so ein Dreck. Ja, wir haben Heilung gekriegt. Dann lassen wir die jetzt hier. Dann laufen wir hier nochmal erstmal ein bisschen mit Flammenwerfer rum. Hier, einer ist noch übrig. Wo ist denn der noch übrig, bitte? Was haben wir denn noch für einen Gegner übrig gelassen? Was soll der sein? Da ist er und hat uns auch gleich erwischt. Dann gehen wir nochmal schnell in unser Heilfeld, die jetzt alle verschwinden natürlich. Sehr gut. So. So, und da ist er kaputt. Und hat uns wieder Heilfelder gegeben. Ja, dann machen wir die gleich neu. Wir auch überall schön geheilt werden und dann laufen wir weiter mit dem Flammenwerfer rum. Okay. Wir kaufen uns jetzt noch ein Heilpack. So, das war's. Was haben wir hier Feines gekriegt? Schauen wir uns gleich an, wir holen uns erstmal die andere Schrotflinte. So. So. Wir haben noch wieder ein Level gemacht. Nochmal einen Flammenwerfer haben wir gekriegt.
zweimal die Waffe, okay. So, dann geben wir dem hier noch ein bisschen mehr Munition. Und dann gehen wir, würde ich sagen, zu den MGs, weil wir hier so viele liegen haben, dann können wir die alle verschießen. Oh, 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 hier müssen wir weg, ganz dringend, oh, das ist fast den Ober gewesen. Okay, wir müssen definitiv nach oben und uns ganz dringend Leben holen. Das haben wir ein echtes Problem. Haben wir das wieder Leben gekauft. Wir haben noch 16.000, das sollte erstmal reichen. So. Da gehen wir jetzt nicht durch. Warten wir mal eben jetzt. So, dann wird der SMG rum. So. Gehen wir da mal eben schnell durch. Schauen wir, was uns hier noch für Waffen erwarten. Holen wir uns einfach den großen hier. So, den haben wir auch. Dann nehmen wir doch mal den Baseballschläger anstatt das Schwert. Nochmal wieder aufladen. So, und was ist der letzte? Natürlich, das ist so ein großer. Ja, der nimmt ordentlich. Der kann ordentlich einstecken, aber gegen unser Maschinengewehr kann auch er nichts ausrichten. So, dann sammeln wir das Gold ein. Das brauchen wir auf jeden Fall, um uns weitere Heilpacks nachher zu kaufen. So. Und wir sind schon bei Welle 27. Das läuft ja soweit ganz gut. So, ich bin gleich mal am gucken, was haben wir denn hier noch als andere Waffe? Was war denn diese Spezialwaffe? Schießen wir die doch gleich mal ab. Okay, die hätten wir nicht abschießen sollen. Das war ein One-Hitter. Oh mein Gott, das war wohl ein riesiger Raketenwerfer oder sowas. Scheiße. Na gut, dann haben wir es bis Level 27 geschafft. Dann, würde ich sagen... machen wir hier Feierabend und bis zum nächsten Mal.